Ja, wir haben hier drei Parks heute Vormittag in dem Bereich von den Villas, Villa Urunde, Villa Boqueron und Primera Intendente mit Spielgeräten eingeweiht. Und diese Spielgeräte haben wir von der Municipalität aus gekauft. Das sind Fondos von Royal Dias. Das sind, in jedem Park haben wir 17 Millionen Guaraníes investiert. Und für die Gesellschaft, dass die ein kleines bisschen mehr Geräte hat, damit sich die Kinder da aufhalten können und dann auch eine gesunde Spielinstallation haben, wo sie spielen können und dann auch die Zeit verbringen können, wo Integration bildet und dann auch hier mit den Kindern zusammen verschiedene Spiele spielen können. Das haben wir dieses Jahr mit diesem Geld hingekriegt. Und bueno, wir glauben, dass wir dann in den Villas hier etwas gemacht haben, was für die Zukunft, für diese Kinder ist und dass das hier wichtig ist, dass sie auch eine Stelle haben, wo sie gesund spielen können.